jetzt hier am Treffpunkt angelangt. Lena ist auch noch nicht da. Ich bin noch ein bisschen früh. Halbe Stunde zu früh. Egal, ich lese jetzt noch ein bisschen. Dann haben wir es abgegeben, aber wenn ihre Tour nicht so ganz einfach war, musste sie manuell eingeben. Zum Glück ging das dann. Ja, jetzt warte ich hier und lese mein Buch weiter. Wieder zu Hause seit einer Stunde ungefähr. Also wir haben jetzt gleich 18 Uhr. Ich werde halt auch keinen Vlog schneiden, weil es ist mir jetzt zu spät. Ich habe keine Lust mehr. Ich habe mir einen Starbucks-Becher gekauft. Ich wollte nicht nur gucken und überhaupt. Also eigentlich wollte ich mir einen kaufen und dann meinte so, ja, können wir doch online machen, bla bla bla. Allerdings gab es einmal wieder einen Deckel. Und weil ich heute so in Lila-Look bin, konnte ich nicht widerstehen. Der Strohhalm passt nicht ganz dazu, der ist halt orange. Warum auch immer, aber egal. Ja, jetzt habe ich einen Starbucks-Becher für meinen Eiskaffee für unterwegs. Und da ist immer noch Eis drin. Also das ist der Becher halt gut kalt, würde ich sagen. Und ich weiß auch nicht, warum er mir Fett an Milch reingemacht hat, aber es ist okay. Das war lecker. Ich habe auch völlig falsch, weil ich Vanille nehmen, der mich für Karamell entschieden. Frag mich nicht. Was da warst du mich jetzt hier voll? Diablo, du bist ganz nass. Ja, Ich habe eine nasse Hand. Genau. Gut in meinem Buch gelesen heute beim Friseur, auf dem Weg hin, auf dem Weg zurück. Also bin ich gut vorangekommen heute. Und wir waren bei Hurensohnekurs drin gewesen am Kudamm. Und da gab es bei 10 und 11 von der Reihe. Ich habe sie nicht gekauft, ich habe gar kein Buch gekauft. Also ich bin tatsächlich nur durchgelaufen. Wir sind durchgelaufen, weil man ja auf der einen Seite rein, auf der anderen Seite raus. Genau. Was machst du denn da? Und dafür habe ich bei Haribo zugeschlagen. Zugeschlagen und habe 3 verschiedene Tüten gekauft. Gucken, was ich mit einem trockenen Finger. Lass mir Hände waschen. 3 Tüten gekauft. Aus Dänemark und überhaupt aus Ostern und kann was weiß ich nicht wie. Ja. Genau. Aber 4 waren wir halt nicht unterwegs da. Und wir waren bei, habe ich ja gefilmt, bei Frittenwerk. Arschteuer! Für eine ganze Male, was wir hatten, einfach nur Currywurst Pommes. 8,60 Euro? War lecker, ja, aber au! Jetzt können wir noch viel mehr Sorten. Wir haben ja einfach nur, wir wussten überhaupt gar nicht, wir waren das erste Mal da. Das ist ja auch erst neu aufgemacht, irgendwie hat meine Mutter gesagt. Ich kenne mich aber nie aus, keine Ahnung. Sie ist öfter als ich. Es gab ja dann noch ganz viel anderes Zeugs. Aber wir haben halt nicht gesehen und keine Karte, kein nix. Nur da oben ab und zu mal Bildchen flimmern und dann gibt es diese Order-Säulen. Ja. Und dann haben wir die nicht verstanden. Die hat so gebrochen und gesprochen, dass sie, wenn sie überhaupt nicht verstanden hatten, haben gesagt, wir werden aufgerufen, aber wir wussten nicht, okay, wie jetzt? Was jetzt? Dann war das tatsächlich das, was da ganz oben drauf stand, das wurde aufgerufen. Ich habe gesagt, ich gehe nach vorne und warte einfach auf. Darauf, dass irgendwas aufgerufen wird, was auf diesem Bon da drauf steht. Und ja. Ich habe auch so ein Tablettchen mitgegeben und dann ein Schönchen. Mann, mein Tablettchen und Schönchen. Jawohl. Heute ist Verniedlichungstag, oder wie war das? Ja, brumm. genau. Jetzt werde ich mein anderes Buch weiterlesen. Also, ich habe ja jetzt die Mörder von London gelesen die ganze Zeit. Und der Mörder von London? Ich weiß nicht, ob es Mehrzahl oder Einzahl ist. Egal. Mörder von London halt. Und ganz ehrlich, kriegt der Engel weiterlesen. Oh, den Totschl. Der war bei Friseur auch so ein Junge gewesen. So ein 9-Jähriger hat er auch gelesen. Und dann, wie weit bist du denn bei deinem Buch? Ich so, auf Seite 100. Ich bin bei 198. Wie dick ist denn dein Buch? Ich so, keine Ahnung. Meins hat so und so viele Seiten. Ich gucke nach. 475. Boah! Meins hat so und so viele Kapitel. Wie viele Kapitel hat deins? Nachguck, 18. Oh, also da Kapitel aber ganz schön lang. Ich so, yep. Oh, boy, ey. Ja. Monsieur Brumm ist auch da. Und dann im Moment, als ich weg war, haben die beiden nur geschlafen. Vor allem Teddy drüben. Jetzt ist er aktiv, aber ja, sonst war er die ganze Zeit nur geschlafen. Nicht an die Pflanzen gehen, okay? Ja. So, und jetzt blinkt der Akku und ich werde jetzt ins Schlafzimmer gehen und lesen. Wir haben mal die Kamera mit hernehmen können, was?
Egal. Hi. Ja, auf jeden Fall ist der Samstag jetzt Planänderung. Meine Cousine ist krank, aber sowas von zerrotzt. Die klingt ja ganz furchtbar. Oh Gott. Ja, deswegen fällt das Essen gehen flach. Ich wollte eigentlich am Samstag, am Freitag noch backen. Für die Family und so. Will ich trotzdem machen. Aber hat sie auch was für die anderen geplant gehabt zu Ostern? Muss ich mal schauen, ob ich mir all dann noch was anderes besorge oder so. Sind ja morgen noch einkaufen. Morgen einkaufen. Wir werden morgen um 8 abgeholt. Um 8. Oh, das habe ich ja ganz vergessen. Das ist so früh schon morgen. Egal. Muss ich mal schauen, ob ich da irgendwie Süßkram noch was finde. Mal sehen, mal sehen. Weil ich will ja auf jeden Fall Ostereier backen. Also Kuchen. Ostereier. Genau. Und was basteln. Aber das reicht ja vielleicht auch nicht unbedingt aus, sondern ein bisschen Süßkram vielleicht. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich ja. Mal sehen. Genau. Vom Friseur gab es heute auch ein Küken und ein Osterei. Ja. Meine Mutter hat ihre Karte gesperrt. Oh nein, ey. Gib mir großspurig Geld, damit sie mir den Friseur deshalb bezahlt. Ich mach mal doch Licht an. Ja, damit sie mir den Friseur bezahlt. Ist ja nicht notwendig, sonst irgendwas hat sie trotzdem gemacht, hat sie nicht verabbringen lassen. Und hinterher braucht sie das Geld dann selbst. Ich habe erst mal Karte bezahlt. Ich muss dann für sie den Friseur bezahlen. Das ist auch schön, ja. Haben wir uns darüber alle sehr amüsiert. Mein Friseur meinte auch nur so, ja, siehst du, dann gibt sie dir Geld zu Ostern. Er wusste ja nicht, warum, wieso, weshalb sie mir das Geld gegeben hatte. Um sie mir selber wieder zu holen. Ja, es war schon ein bisschen lustig. Jetzt muss sie, die Sparkasse auch vorher schon zu. Jetzt muss sie mir auch zur Sparkasse gehen. Jetzt weiß sie ihre PIN. Ich hoffe, sie hat das gleiche Glück wie ich. Ich habe es ja vor ein paar Jahren, vor ein paar vielen Jahren, hatte ich aber das Pech gehabt, dass ich meine PIN dreifach eingegeben hatte. Und danach wusste sie wieder. Genau, das ging es hier heute. Ich habe mir so ein Buch, ne? Und dass sie Glück hat, dass sie auch sagt, okay, noch ein letzter Versuch, bitteschön, jetzt freigeschaltet, machen wir mal. Und wenn dann nicht, dann eine neue Karte. Weil das Glück hatte ich gehabt, dass ich dann keine neue PIN, keine neue Karte und so haben musste, sondern einfach das gleiche wieder nehmen durfte. Da bin ich gespannt, was sie denn morgen berichtet. Oder übermorgen, oder wann auch immer. Sprechen wir übermorgen überhaupt? Weiß ich nicht. Ja, so. Ich will jetzt ein bisschen Schreibgedönse machen, ich habe gerade ein bisschen Lust drauf. Ich wurde ja nicht viel gemacht, ich habe heute ganz viel gelesen schon. Deswegen lesen kann ein bisschen. Das andere Buch ist auch so klasse. Also wirklich richtig, richtig gut. Ich habe ja, wie gesagt, auch schon über 100 Seiten gelesen. Ah, das macht echt Spaß. Das fliegt auch so weg. Das ist richtig schön. Genau. Mal gucken. Jetzt habe ich einen Tag mehr zum Lesen. Muss ich mich nicht ganz so hetzen. Das heißt hetzen. Ich hetze mich nicht. Nö, ich lese einfach. Und ja, so ein Stück habe ich nur noch. Noch. Es sieht viel mehr aus, als eigentlich ist, wahrscheinlich, weil die Seiten natürlich dick sind. Aber jetzt habe ich mein Tablet hier, mein eigenes Notizbuch hier. Da ist eine Geschichte schon angefangen zu schreiben. Beziehungsweise einmal eine Kurzgeschichte in verlängerter Form. Komplett durchgeplottet. Das heißt, ich muss eigentlich nur schreiben. Und ja, da will ich heute anfangen abzutippen, weil hier sind schon ein paar Seiten drin. Denn es kann sein, dass Tani morgen auch nochmal wegfährt. Und ich dann vielleicht ins Café gehen kann. Mal gucken. Wenn er da ist, mache ich es nicht. Aber wenn, also wenn er hier bleibt, mache ich es nicht. Wenn er aber dahin fährt, dann gehe ich in einen Café und schreibe da, beziehungsweise beim Bäcker oder was auch immer. Es ist ja nicht immer ein Café. Ja, so ist der Plan. Mal gucken. Wenn er mich lässt. Dibidibi. Ne? Teddy krass schon.